Herzlich willkommen auf Balkonien bei mir, Marion Schauten. Schön, dass ihr da seid. Ja, ihr seht, es ist recht nackig bei uns. Man sagt ja immer, der Schuster trägt die schlechtesten Schuhe oder keine Ahnung, wie man den Sprichwort so sagt. Diese Schuhe sind auf jeden Fall sauber, stehen hier zum Trocknen. Den Balkon haben wir auch schon geschrubbt, die Steine. Und wer schon ein bisschen länger dabei ist, weiß, dass wir ein Häuschen gekauft haben und wir dieses Jahr irgendwann einziehen möchten. Jetzt war die Idee, wollen wir noch einmal den Balkon schön machen, ja oder nein? Und es war so schönes Wetter die letzten Wochen, dass wir uns, ja, wir haben uns nicht wirklich wohl gefühlt hier und dachten, ein bisschen aufhübschen können wir das. Aber nur mit den Materialien, die wir haben. An Pflanzen komme ich recht günstig dran. Ich zeige euch ganz kurz, was wir hier haben. Also hier haben wir diese Bambusmatten. Die sind schon recht alt, die wollen wir aber jetzt nicht erneuern. Der Grünspan ist zwar jetzt noch dran, macht es aber so ein bisschen natürlicher. Überall habe ich leere Gefäße stehen. Die Zwiebeln hole ich hier noch raus. Also es war das einzige Frühlingshafte, was wir hatten. Wir haben wunderschöne Holzkisten, die wir toll bepflanzen können. Vielleicht, dass ich noch ein, zwei alte Terrakotta-Töpfe oder so finde. Und wer schon Teil 1 gesehen hat, weiß, dass wir schon Balkonkästen gepflanzt haben. Für natürlich den Nordbalkon. Und das ist nämlich gar nicht so einfach, um da Pflanzen zu finden. Aber wir hoffen, so ein bisschen Gartenfeeling, Natur hier drauf zu zaubern. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Gartenparadies, zum Gartencenter. Da können wir ganz in Ruhe shoppen gehen, da keiner da ist, da wir heute geschlossen haben. Und ich würde sagen, da fahren wir jetzt erstmal hin. Voll in Action heute. Wir haben uns es ein bisschen einfacher gemacht, weil ein bisschen Regen vorhergesagt ist. Und haben einfach mal alle Kübel und Holzkisten und was wir haben mitgenommen, damit wir es hier vor Ort pflanzen können. Wir haben hier natürlich auch die Blumenerde, die Folie für die Holzkisten. Hier habe ich noch mal einmal die Gitterkiste, Kahl, die ich mal umgebaut habe. Die wollen wir schön fertig machen. Und ich habe auch die Balkonkästen mitgebracht, weil ganz viele geschrieben haben, Marion, die Süßkartoffelpflanze wird sehr groß und dann kommen die anderen Pflanzen nicht mehr zur Geltung. Das nehme ich mir gerne zu Herzen. Also wenn ihr immer noch mal Tipps habt, schreibt es gerne in den Kommentaren. Was das angeht, probiere ich einfach eigene Erfahrungen zu machen und zu sehen. Aber das werden wir dieses Jahr noch ändern. Ja, hier habe ich auch noch ein paar Kübel mitgebracht. Und ganz witzig ist, Martin und ich, wir trinken an sich sehr gerne mal im Sommer ein Corona. Und weil dieses Jahr ja ein Corona-Jahr ist, wird dieser Eimer umfunktioniert. Wir werden Löcher reinbohren und da noch was reinpflanzen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir Schönes draußen haben. Wir hatten uns überlegt, eventuell ein bisschen mehr was mit Stauden zu machen und gar nicht nur mit Sommerblumen, weil dann könnten wir die Stauden auch mitnehmen im Garten. Wir haben natürlich sehr, sehr viel Sonne, aber vorm Haus ist es ein bisschen schattiger. Da sind ganz viele Zwiebelgewächse am Blühen momentan. Vielleicht, dass ich euch noch mal nächste Woche oder die Woche drauf mitnehme, dann kann ich euch das zeigen. Aber ich liebe einfach Funkien und Begonien und wir müssen mal schauen, was es da Schönes gibt, weil ich möchte gerne die Holzkisten ja so ein bisschen staunenmäßig gestalten und ich würde sagen, ich schaue jetzt mal in diesem Paradies mich um, was es da Schönes gibt, vielleicht auch ein paar Sachen, die bienenfreundlich sind, weil die wollen wir natürlich auch auf dem Balkon haben. We better move to the positive side. There's a reason why we still have each other to hold. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises or fall asleep instead. Ooh, this is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. Only you and me. No one else can bother a step on our feet. Oh no, a step on our feet.
Da strahlt das Blumenherz, voll bepackt mit schönen Sachen. Ja, was haben wir uns zusammengesucht? Ich möchte jetzt ein bisschen auf die Pflanzen eingehen. Alles so halbschattig, beschattige Gewächse. Die meisten brauchen recht viel Wasser. Aber ich schätze, in dieser Zeit fahren wir so oder so nicht im Urlaub. Und dann braucht sich auch keiner um unseren Balkon zu kümmern. Wir haben erstmal diese Holzkiste mit ein bisschen Folie ausgetackert oder ausgelegt. Ich werde da eine Drainage reinsetzen, nur unten ein bisschen. Und dann habe ich mitgebracht eine Wiesenraute, die wird recht hoch. Ich fand sie sehr schön mit diesem dunklen Stiel und die kriegt so ganz leicht lilafarbene Blüten, die so, ja, einfach so ein bisschen im Wind tanzen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die sich entwickelt mit der Zeit. Ich weiß, Hosta bleibt einfach sehr lange sehr schön. Finde ich auch toll mit diesem Blatt dazu, damit da nochmal ein Ruhelement reinkommt. Und um noch was Feines reinzubringen, habe ich nochmal ein wunderschönes Gras mitgebracht. Das wird so 30 bis 40 Zentimeter hoch. Ihr seht, ich pflanze sie nicht super voll, weil Stauden entwickeln sich enorm. Ja, was haben wir hier noch mitgenommen? Hier habe ich eine ganz tolle Hosta-Pflanze. Also die Blüte ist wirklich wunderschön. Ist auch bienenfreundlich, weil die wollen wir ja auch auf dem Balkon haben. Ja, dann werden wir schauen, ob wir da eine Buntnessel zu pflanzen. Ich finde das einfach vom Farbspiel sehr schön. Und auch noch mal einmal hier einen ganz tollen kriechenden Thymian. Den finde ich einfach auch klasse, auch vom Duft her, um noch ein feines Element unten so ein bisschen runter zu kriechen. Und hier ist auch noch eine Fuchsie drin, eine stehende, aber ich glaube, das wird sogar schon zu viel. Müssen wir schauen, ob wir die gleich einpflanzen. Dann habe ich hier, das ist ja auch fast schon so ein bisschen Deko, noch mal so einen Korb mitgebracht mit Füßen. Da werde ich eine schöne Hortensie reinsetzen. Ich habe hier die Endless Summer, also die entwickelt immer wieder neue Blüten und neue Blüten. Finde ich persönlich sehr schön und das wird eine ganz, ganz helle Weiße, schon fast in Rosé rein. Dann, um ein bisschen Urlaubsstimmung reinzubringen, habe ich noch ein ganz tolles bläuliches Gras mitgebracht. Das wird jetzt auch nicht super groß, aber ich finde einfach die Kombination so schön. Und dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, so eine Hängebegonie oder vielleicht sollte man da eine Fuchsie oder so reinsetzen. Muss ich nachher noch mal schauen. Du bist gerade da, Kameramann. Hier werden wir einfach weiße, fleißige Lieschen reinsetzen. Das finde ich, das sieht super frisch aus. Das wächst eigentlich immer sehr gut in der Ecke. Und wenn wir noch einen Nagel reinbekommen oder eine Schraube, der Kameramann zweifelt dran, werde ich auch noch mal so eine Ampel reinsetzen. Ich finde die eigentlich sehr schön. Das wird so eine weiße Traube. Dann habe ich diese Töpfe, also immer bedenken, dass man da Löcher reinbohrt. Das haben wir eigentlich jetzt überall gemacht. Habe ich jetzt alles mit Kräutern. Das zieht die Bienen auch wieder magisch an, auch der Rosmarin, wenn er anfängt zu blühen. Und dann habe ich auch noch mal das Currykraut. Irgendwo im Gartencenter haben wir auch den dritten Topf noch versteckt. Dann habe ich hier, wir bleiben hier unten noch einmal ganz kurz, noch einmal Salatpflanzen, die ich gerne ausprobieren möchte. Scheint, dass das eine Gemüseart ist, die auf jeden Fall auch schattig stehen kann. Für uns ist es natürlich schwierig, um was mit Tomaten, Zucchini oder Gurken zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, was habe ich hier noch vorbereitet? Die Europalette ist statt blau jetzt natürlich geworden. Nein, wir haben sie einfach ausgetauscht. Und ich glaube, ihr kennt diese Einsätze mittlerweile. Also sie sind seit letzten Jahr oder seit 2 Jahren auf dem Markt. Und die kann man da einfach ganz toll reinsetzen. Und da kann man dann die Kräuter reinpflanzen. Da ist zwar nicht super viel Platz drin, die sind recht tief, das ist super. Aber dass wir nur 2 Kräuter pro Schiene reinmachen. Und hier habe ich die Kräuter mal so zusammengestellt. Wir werden einmal so eine minzige Geschichte machen, Katzenminze für die Katze natürlich, bisschen glatte Petersilie, Knoblauchgras, Verbene, Zitronengras, Schnittlauch natürlich, schön Estragon für die Hollandaise oder Bernese, die man jetzt schön zum Spargel machen kann. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Ich habe jetzt einiges zu tun. Ich werde alles so weit einpflanzen, wie das geht, damit wir das dann hoffentlich nachher hoch auf den Balkon kriegen. Und ich würde sagen, ich pflanze eine Runde ganz kurz. Ich habe eine schöne vorgedüngte Blumenerde, feinfasrig, dass es sich alles schön durchwurzelt. Und ich würde überall noch mal so eine Hand Langzeitdünger dran setzen. Manche fragen, empfehlst du Langzeitdünger oder Flüssigdünger? Ich finde Langzeitdünger einfach so ein bisschen praktischer und ich mache mich jetzt am Werk.
Ich halte diese Kiste hier mal dran, weil die kommt hier noch hin. Da fehlt aber leider noch der Betonnagel zu und das hängt ja eigentlich immer, aber wegen den Streicharbeiten ist er leider nicht mehr drin. Aber das kriegen wir auf jeden Fall diese Woche auch noch. Und die Salatpflanzen werden wir auch noch einpflanzen. Ich bin gespannt, ob die so weit kommen. Aber der Topf war super schwer und jetzt haben wir die Blumenerde vergessen. Aber ich glaube euch, ihr könnt euch das gut vorstellen, weil hinter uns ist das schöne Paradies. Ich glaube, so blumenlastig hatten wir es wirklich noch nie, aber mir gefällt es unheimlich gut, weil das ist dann doch ein bisschen der Ersatz vom Garten, wenn wir mal einmal nicht am Haus am Werken sind. Ich würde sagen, herzlich willkommen bei unserem Balkonien. Hier haben wir ganz viele tolle Kräuter gepflanzt, wie Schnittlauch, Estragon, hatte ich ja schon gesagt, Olivenkraut, griechischer Bergtee, da habe ich auch den Zettel noch mal drin gelassen, den kenne ich nämlich nicht. Die anderen Sorten, ich mag das immer ganz gerne, einfach zu probieren. Und Laufe des Sommers, ja, weiß man eigentlich, wo welche Kräuter sind. Hier habe ich noch eine schöne Hortense reingesetzt, die noch schön weiß blüht, damit wir ein bisschen Farbe haben. Noch eine tolle Kerze, weil wir dieses Jahr nicht mit Lichterkette gearbeitet haben. Also viel mit Romantik, mit Kerzenschein. Und hier sind unsere Balkonkästen. Ich habe die Süßkartoffeln rausgepflanzt, in anderen Schalen mit eingesetzt und dafür etwas kleinere Pflanzen genommen. Hier ist zum Beispiel jetzt eine drin. Schönes Farbspiel mit der Begonie, mit der Heuchera und natürlich mit der Süßkartoffelpflanze. Ich bin gespannt, wie die sich so tun. Ihr seht, wir haben manche Sachen nach innen gearbeitet und manche Sachen nach außen. Also ich pflanze eigentlich nicht oder mache unseren Balkon nicht schön für die Nachbarn, sondern hauptsächlich für uns. Aber ein paar Balkonkästen wollte ich dann auch bepflanzen. Ja, hier haben wir ein bisschen Urlaub. Deswegen haben wir so ein tolles Gras mit eingepflanzt, so ein bläuliches Gras. Es wird auch nicht so hoch, 30 bis 40 Zentimeter in unserem Corona-Basket. Und wichtig ist, wenn ihr einen kleinen Balkon habt, um immer eine gewisse Leichtigkeit mit reinzubringen. Deswegen habe ich hier auch mal einen Topf auf Füßen, gerade die Kerze auf dem Fuß, damit alles nicht so plump da drauf steht. Ja, hier haben wir, das fand ich einfach nur ganz toll, mit den Treibhölzern und Muscheln, so ein bisschen Windspiel. Hier ist zwar nicht wirklich viel Wind, aber ich finde, das sieht so ein bisschen nach Urlaub aus und weg kommen wir, glaube ich, auch nicht. Also macht euch euren Balkon zu eurem Urlaubsort. Hier haben wir noch schöne Kräuter nah beim Grill. Einfach, wenn wir Fisch am Grillen sind oder Gemüse oder auch mal ein Steak. Den isst Martin, der Kameramann nicht, der ist nämlich Vegetarier. Aber egal, ich esse das ab und zu, dann können wir das da sofort draufschmeißen. Und das ist meine absolute favorite Ecke mit all diesen Stauden, damit wir auch ein paar bienenfreundliche Sachen drin haben. Auch noch mal eine Heuchera, ganz toll mit dieser rosafarbenen Blüte. Dann natürlich mit meinem Holzschuh, den ich zum 30. bekommen habe. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich alles so weit entwickelt. Auch wieder ein kleiner Tipp, dekoriert immer eure Gießkanne mit ein. Habt eine schöne Gießkanne, weil dann gießt man auf jeden Fall auch regelmäßig. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Tipp von mir. Ein weiterer Tipp, ein cooler Outdoor-Teppich. Die kosten meistens auch gar nicht so viel, damit diese hässlichen Fliesen ein bisschen bedeckt werden. Aber ich finde für eine Mietswohnung absolut ja, eine richtig, richtig schöne Sache. Eine Sache möchte ich noch zeigen. Entschuldigung, Kameramann. Diese Vögelchen, die haben wir mal vor ein paar Jahren von einem ganz, ganz netten Zuschauerin bekommen und die dekorieren wir auch immer ein. Das kommt allerdings irgendwann im November, Dezember bei uns im Häuschen und ich hoffe, dass wir das ein oder andere damit einpflanzen können. So, unser Sommerbier statt Corona gibt es jetzt Flensburger Gold. Mal gucken, ob es klappt mit dem Ploppen. Wow. Sehr gut. Ich würde sagen, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag. Wir feiern jetzt noch ein bisschen den 1. Mai, der ein bisschen anders ausgefallen ist wie sonst. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis denn! Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Yeah.
Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Kennt ihr das, wenn man morgens im Spiegel guckt und man beim Friseur war und man dachte, bin ich das? Das habe ich momentan bei unserem wunderschönen Balkonien, wenn wir morgens reinschauen. Ja, wenn ihr noch Lust und Zeit habt, etwas anderes anzuschauen, dann klickt doch hier unten aufs nächste Video. Und wer noch kein Abo hat und mich normalerweise ausgeschlafen, frisch und fröhlich sehen möchte, abonniert meinen Channel hier oben.